Wir kommen in Nassau. Wir haben ein paar Schätze einzusammeln und Nassau noch voll zu erkunden. Denn es fehlt noch einiges von der Piratenstadt. Aussichtspunkte, die Aufträge sowieso. Truhen, die Hälfte noch. Aber mir geht es auch, die Tiere zu holen. Denn ich muss noch ein bisschen Zeug für Edward sammeln. Seine Ausrüstung ist quasi noch basic. Und je besser die Ausrüstung wird, desto mehr Leben habe ich quasi auch. Und das macht natürlich Sinn, ne? Was nützt mir das ganze Real? Wenn mir da noch die Hälfte fehlt. Der ist ja tot. Also der liegt schon ein bisschen länger hier. Also hier links scheint überhaupt nichts mehr zu sein. Hier ist noch etwas. Da können wir schon anfangen, die Tiere zu holen. Ich weiß nicht, ob hier jetzt vorne direkt einer ist. Wahrscheinlich nicht. Da ist etwas. Was war das? Wildschwein? Wildschwein. Das ist da oben. So, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich über den Baum. Aber nicht über den hier. Boah, kann ich von hier da hochklettern? Nee. Das wäre auch zu gewagt. Vielleicht über den darüber und dann quasi in den Kreislauf gehen. Ja, das könnte klappen. Hier hoch, dann muss ich hier auf die andere Seite. Dann darüber. Dann hier rauf. Das kann eine dumme Faxe machen, Edward. Sonst breche ich dir Knie. So, das hat geklappt. Cool. Schön, dass mein Plan aufgeht. Ich mache das nicht, weil ich Tiere nicht mag oder weil ich das mag, die töten zu wollen. Ich mag das, um sowas zu bauen, was gerade jetzt angezeigt wurde. Ich höre schon wieder. Was gehört. Ich glaube, hier eines der Kaninchen. Da ist es. Habe ich nicht Köter oder so? Ne, Geld. Toll. Schön, dass ich jetzt auf Geld war, weil eigentlich wollte ich die Pistole haben und bang.
Pistolenmunition, yeah. Sowas liest sich toll. Währenddessen holen wir uns die nächsten Kisten. Boah, der ist echt weit weg hier hinten. Hier gibt's auch ein Krokodil. Da zum Beispiel. Wenn ich mich das einfach so erschießen kann. Das kann ich erschießen. Und dann weglooten. Edward ist dafür zuständig, die alle Lebensformen auf der Welt auszulöschen, weil er jetzt das Zeug braucht von denen. Das Spiel werden, hier werden Tierjäger gefördert. Diese Moskito-Geräusche auf der einen Ohr. Gut, wie komme ich da hin? Über den Baum. Und da? Vielleicht hier rum? Nope. So rauf, ne? Ja. Und rechts hoch. Und... Fallsprung. Springt schon wieder sehr, sehr klasse. Bin hier aber so rauf. Ich glaube, ich habe das auch schon mal probiert. Ja. Kann auch einfach so hinspringen. Schön, dass das Spiel vorher speichert, bevor ich die Kiste anfasse. Macht Sinn. Gehen wir dahin und das ist die nächste Kiste, beamen uns mal in eine andere Richtung, weil wir können das einfach machen, das ist wichtig. Oh, zwei Leder. Leder abgegrast. Story noch nachladen. Da-da-da-da. 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 Das ist die Melodie von... Das ist die Telemelodie von Black Flag. Bisschen blöd, dass man nicht mehr laufen kann und Adlauge gleichzeitig. So muss ich mal aufpassen, dass ich nicht in die Tiere laufe. Ich glaube, jetzt habe ich gar nichts mehr hier, ne? Ne, dann will ich in die Mitte das Manuskript holen. Das kann ich über das Aussichtspunkt, indem ich mich hinbeam.
Aber die standen mir sehr gut im Weg. Erstmal die Hände abknuspern lassen. Anstatt den Vogel freizulassen, ne? Habe ich einfach die Wachen hier vorne niedergestreckt. So, gut. Nassau. Dann gehen wir jetzt da lang. Gucken, ob uns noch irgendwie so ein Tier über den Weg läuft. Wahrscheinlich nicht, weil hier Menschen sind. Wie sieht's denn eigentlich aus? Könnte ich jetzt irgendwie was basteln? Ja, könnte ich. Ich könnte tatsächlich schon Pistolenholster 4 bauen. Anstatt Pistolenholster 2. Das heißt, ich könnte 3000 Pistolen nachher tragen, also so schwer bewaffnet. Kalaschnikow und Uzi. Wird aber auch auf Gesundheitsupgrades gehen. Dass ich die nachher noch baue. Was steht denn da eigentlich? Hirschpelz. Oh, Hirsche gibt's hier nicht. Ach, der Knochen ist groß und weiß. Nice. Ich habe noch nicht mal einen Hai gesehen. Ja, das könnte man nehmen. Hammerhai habe ich auch noch nie gesehen. Hutier? Was ist ein Hutier? Ja, mit Pfeile und so können wir noch nichts anfangen, aber das impliziert, dass es nachher irgendwie so eine Blasrohr gibt. Katzenfellmontur. Ich würde tatsächlich schon fast sagen, da es ja machbar ist. Buckelwal haben wir auch noch nie gesehen. Würde ich sagen, Pistolenholster 4 schon mal herstellen. Drei könnte ich mir dann noch holen. Und Beutel für Pistolenmunition, jo. Damit ich mehr Muni habe. Rauchbombenbeutel, ich weiß das nicht. Macht das Sinn? Macht das Sinn, das zu upgraden? Oder soll ich mir lieber das für was anderes aufheben? Ah, jetzt habe ich hier in der Mitte schon so ein Holster. Krass, jetzt habe ich also links, rechts, vorne. Kann also jetzt dreimal schießen. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Wie schön sogar das auch in dieser Montur eingearbeitet wurde. Wo es nicht die Originalmontur ist. Das finde ich cool. Ah, es gibt hier wieder ein Lagerhaus. Na, warum nicht? Das wollen wir uns doch. Ich höre dann schon Schatz, höre ich schon. Oder so ein. Oh, von innen? Mist, da komme ich nicht hoch. Doch, doch, komm ich. Mal eben wurde ansetzen. Ne, doch nicht. Was ist denn das Glitzer, was ich da höre? Von da oben vielleicht. Da drin, ja. Nach den Aussichtspunkt und dann können wir schön das Lager ausplündern. Also dafür sind wir ja hier. Dafür sind wir überhaupt geboren worden. Nassau ist auch so ein Ort, an dem man eigentlich leben möchte.
Schlüsselmeister. Ich will erstmal die Glocke sabotieren. Fängt schon mal gut an. Ich muss den Schützen nicht wegmachen. Oh, wie weit die auch schießen können von hier aus, ey, das ist ein bisschen unfair. Ich muss mal hier hin. Alter, ich habe ja fast gar kein Leben mehr. Ey, die Leben, die ziehen mir echt ein Leben ab und der Sturz tötet mich. Was für ein Scheiß. Ja, danke Spiel, ich weiß, wie weit ich bin. Ich brauch das nicht sehen. Scheiße. Ach, dieser verfickte Scharfschütze auf dem Dach. Ach, darf man nicht mal seine Schwerter ausziehen? Ach Mensch, jetzt hör doch auf zu schießen. Das sind so diese. Das sind doch Cheater, ey. Die haben doch Aimlock auf einen drauf. Gibt. Jetzt nicht. Reicht war das nicht lang. Ja, lass es los. Ich sehe schon wieder, ich habe gar kein Leben mehr. Oh. Der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Ah!
So geht's auch. So, meins. Los, nimm das mit. Das Zucker auch da. Und die Reifen. So, schön den Stoff mitgenommen. Neuer Cheat freischaltet. Greifen Sie auf Cheats. Wo? Navigation nach Gestirnen. Dieser Cheat friert die Tag-Nacht-Zyklus ein. Nach Aktivierung wird der Spielstand nicht mehr gespeichert. Lol. Ach, lol. Das Spiel wird einfach nicht gespeichert. Ihr seid ja asozial. Man darf zwar cheaten, aber das Spiel wird nicht gespeichert. Was soll das für... Das sind dann keine Cheats, meiner Meinung nach. Dieser Cheat füllt Edwards Texte mit Piratenklischees. Okay. Der Cheat aktiviert den Hardcore-Modus. Weder Edward noch die Jackdaw regenerieren sich automatisch. Nach Aktivierung wird der Spielstand nicht mehr gespeichert. Ja, klar. Dann wollen wir das auch nicht machen. Dann will ich nichts aktivieren. Das macht der Spielstand letzten Endes kaputt. Da ist noch ein Artefakt, was ich hätte. Krass, hat er die Kiste nicht fallen lassen? Ich war ja frontal gegengefahren. So, gut, das hätten wir. Dann hätte ich noch das Manuskript und den Schatz da hinten links. Ja. Im Moment toben wir uns sehr schön aus hier. Wenn man die Zeitlupe macht, dann hätte man diese Schläge, wie die sterben, ruhig auch mal in Zeitlupe machen können. Das wäre schon gar nicht so schlecht gewesen dann. Es hätte mehr Epicness gegeben, so ist es ja halt zack zack schnell weg. Also, naja, ich habe schon Besseres gesehen. Guck mal, ob die Vögel wegfliegen. Wenn ich da hingehe. Ja, schön. Funktioniert. Ich habe eine riesige Mauer. Nassau wird von einem Schutzschild beschützt. Ich wusste es. Technologie ist schon auf dem nächsten Niveau. Ich werde nochmal bei den TR vorbeigehen, weil da könnte hier noch irgendwas Neues sein. Aber das schauen wir uns nochmal später an.